willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute mit der lieben Peyton mal wieder. Genau. Wir waren gerade, wenn ihr uns auf Instagram verfolgt, wisst ihr es, dass wir in einem Einkaufszentrum waren. In Schleswig-Holstein haben die Läden ja wieder so auf aktuell, dass man halt überall auch reingehen kann ohne Termin. Und deswegen sind wir mal in ein Einkaufszentrum gefahren und haben das gemacht. Es war mega, mega voll. Wir waren beide richtig erstaunt, wie voll es war. Den neuen Lippenstift vielleicht ausprobieren? Ja. Genau, wir dachten uns einfach, weil jetzt schon einige auf Insta gefragt haben und das, denke ich, eigentlich ein ganz cooles Video ist, dass wir so einen kleinen Haul jetzt machen mit den Sachen, die wir uns gekauft haben und euch die einfach mal zeigen. Ich habe ein Schein Wet Look Lip Gloss von Essence. Ich war wirklich bei jeder Make-up-Marke in diesem Laden und die hatten keinen normalen durchsichtigen Lip Gloss, bis auf Essence, deswegen habe ich ihn gekauft. Ja. Einen halben Butni leer gekauft. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob es bei euch einen Butni gibt. Ich habe das noch nie gehört. Hä? Bei uns gibt es halt, habe ich ihr gesagt, dafür keinen Müller, also in Norddeutschland. So. Aber Butni, also kennt ihr Butni? Ich bin ganz, ganz viele Augenpads gekauft, also für die ganz Kranken. Der Kassierer war so witzig, das war so ein alter, dicker Mann, der war voll niedlich und er so... Der hat so alle einzeln abkassiert. Er hat echt geguckt, als ob wir irgendwie komplett dumm sind. Hier ist der Lip Liner runtergefallen. Oh ja, ich heb ihn gleich auf. Also ich habe auf jeden Fall, wir haben blaue, grüne, lilane. Ich habe noch einen goldenen. Goldene habe ich, glaube ich, auch irgendwo. Ja, hier. Ja. Wenn ihr die auch habt, dann könnt ihr mal schreiben, welche Farbe euch am besten gefällt. Ich weiß gar nicht, die haben ja angeblich auch eine andere Wirkung alle. Ja, guck, hier ist zum Beispiel Hyaluron und Kollagen. Hier ist Aloe Vera und Hyaluron und Vitamin E. Mhm. Hier ist Vitamin A und Hyaluron und Peptide. Also es sind... Okay, ich frage einfach gar nicht weiter. Die haben auf jeden Fall alle andere Wirkstoffe. Ja, also ich packe die halt in meinen Kühlschrank und backe die mir dann in mein Gesicht. Dann sind die halt so feucht kühlend. Das ist halt voll nice, so gerade abends oder morgens immer. Dann habe ich mir noch zwei Lip Liner geholt von Maybelline bei Nummer 132 Sweet Pink. Habe ich einfach mal ausprobiert. Ich dachte, der ist braun, aber der ist pink. Ja, so rosa, so altrosa hätte ich gesagt. Ja, den habe ich mir nur nachgekauft. Ich habe normalerweise immer den hier von auch Maybelline, das ist Nummer 50, Dusty Rose. Und der ist mir irgendwie manchmal zu dunkel. Deswegen habe ich dann noch den hier geholt. Zu dunkel? Ja, manchmal schon. Echt? Ja. Ich benutze keine Lip Liner und so, deswegen weiß ich davon. Also habe ich davon keine Ahnung. Du hast deinen durchsichtigen Lipgloss. Und bin glücklich, ja. Ja, sehr gut. Ach ja, und dann habe ich mir Butni noch einen Tangle Teaser gekauft. Ihr erfahrt die Story auch nochmal in meinem Vlog. Mein alter Tangle-Teaser ist leider beim Föhn geschmolzen. Also deswegen brauchte ich einen neuen. Ja. Dann waren wir danach bei Brigitte oder wie auch immer dieser Laden heißt. Brigitte. Genau, und ich habe mir zwei Paar Ohrringe gekauft. Einmal diese hier. Die sehen so aus, also in so einem Goldton. Und einmal die, die ich anhabe. Also ich finde die eigentlich auch echt mega schön, weil ich wollte irgendwie was Goldenes haben. Und das habe ich da gefunden. Weißt du noch, was die gekostet haben? Einmal die, wo ich anhabe, 20 Euro und die anderen 13. Teuer. Ist echt teuer. Also ich habe auch mir da Ohrringe geholt und auch goldene, weil ich habe, also ich trage ja eigentlich eher Silberschmuck, aber zum Beispiel bei den goldenen Ohrringen hier, ich habe ja auch noch ein zweites und ein drittes Ohrloch und ich wollte so kleine Stecker haben, die ich da reinmachen kann, weil ich irgendwie kaum so kleine goldene Stecker habe und deswegen habe ich mir einmal hier diese gekauft. Das sind einfach so glitzernde mit so einer, ja, so einer goldenen Fassung. Die einfach 30 Euro kostet. Ja, 30 Euro für diese Glitzerdinger. Das ist so teuer. Aber ich glaube, das ist irgendwie auch Kubik, Zirkon. Das ist Silber. 925er Silber. Ja, okay, deswegen waren die. Was davon ist denn Silber, wenn die Gold angemalt sind? Silber vergoldet vielleicht? Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann noch die beiden hier geholt. Auch halt beides so kleine Stecker. Einfach nur für zweite und dritte Ohrloch. Fand ich irgendwie beide ganz süß. Und die Federn hier haben 14,95 gekostet und die anderen 12,95. Ach ja, und die habe ich mir auch noch geholt. Ich habe die zwar schon von einer anderen Marke in Gold, aber das Gold, was ich von der anderen Marke habe, ist ein richtiges Gelbgold und passt nicht zu meiner Tasche, weil ich die Kette, die goldene Kette hier habe. Deswegen habe ich die jetzt nochmal in dem Gold geholt. Ja. 4 Euro waren im Angebot. Okay, dann haben wir natürlich auch was für unseren Bauch geholt. Unser Bauch? Ach so. Gummibärchen. Wichtigste Info in diesem Video. Und wir waren noch bei Hunkemöller. Und ich habe mir bei Hunkemöller einmal so ein Schlafanzug-Set gekauft, weil ich besitze sowas nicht. Ich ziehe zum Schlaf immer irgendeine random alte Jogginghose an und ein vergammeltes T-Shirt. Ja, wir haben es halt beide geholt. Ja, das ist einmal so eine
samt schwarze kurze Hose zusammen mit so einem Top. Und das hat im Set 40 Euro gekostet, fand ich voll teuer. Aber ist echt teuer, aber es ist auch sauweich, also es ist ehrlich süß. So. Ja, und ich habe das einfach in M gekauft, also ich glaube, es war vielleicht doch ein bisschen groß. Ich habe halt beide in XS genommen. Ich habe halt S und M. Und sie ist kleiner als ich, so. Naja. Geil. Aber das hat echt gepasst. Also ich habe die Hose über meine Jeans anprobiert und die war nicht zu eng in XS. Ich habe mir halt noch diese beiden Farben hier an Unterwäsche geholt. And that's it. Mehr haben wir jetzt gar nicht gekauft, oder? Nee. Mhm. Also es war nicht ganz so viel, aber wir haben trotzdem voll viel Geld ausgegeben irgendwie. Das war richtig ungewohnt, dass man so an der Kasse stand und war so, ja 40 Euro, ja 60 Euro. Man war so, ich gebe wieder Geld aus. Ja. Ging richtig schnell. Das stimmt allerdings. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich so viel Geld ausgegeben habe, war auf dem Dreh, als ich mir Süßigkeiten bei Rewe gekauft habe. Hast du so viele Süßigkeiten gekauft? Ja. Und ich habe immer frische Früchte gekauft. Ja, okay, Früchte sind halt echt teuer immer. Also ich habe immer so eine Packung Himbeeren gekauft und habe die dann gegessen. Warum auch immer. Es war immer so richtig random. Es gab dort Essen. Ich habe mir dann einfach so random Himbeeren Aber gekauft. Himbeeren so einfach so zwischendurch, das ist auch einfach nice. Ich liebe das. Ich auch. Aber ich habe es in letzter Zeit tatsächlich zu oft gegessen. Echt? Aber du hast eben auch wieder Himbeeren gekauft. Ja, es ist auch geil, aber ich esse es jeden Morgen seit 2 Wochen. Oh, wow. Ja. Hm. Außer heute. Hm. Ja, heute gab es einen Teller Toast. Gesund! Ich weiß nicht, wann ich letztes Mal in meinem Leben 3 Toasts gegessen habe. Du hast gestern zuletzt um 16 Uhr Nudeln gegessen. Du warst übelst ausgehungert heute Morgen wahrscheinlich. Ich war ausgehungert. Okay, Leute, okay. Wir labern euch jetzt nicht mehr unnötig voll. Das war's mit dem YouTube-Video. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt nicht so viel, aber weil es halt viel interessiert hat, dachten wir uns so, wir machen einfach ein kurzes Video draus. Und ja, wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Schaut auch bei Peyton vorbei. Und ich vlogge übrigens jetzt auch gerade diese Tage, wo sie bei mir ist. Jetzt, also wir machen halt jetzt nicht so viel, weil so, man kann ja jetzt nicht ins Kino und auf ein Konzert gehen, aber wir versuchen den Vlog so lustig wie möglich und so interessant wie möglich zu gestalten. Also freut euch auf den Vlog und bis dann. Tschüssi. Tschüss.